recht verdient hat. Nein, aber sehr geduldig. Geduldig, warum eigentlich? Soll das ein Witz sein? Sehen Sie mir doch an. Nach Nelsons Geburt habe ich mich vollkommen gehen lassen. Ich bin fett. Ich bin eine furchtbare Hausfrau. Ich bin eine grauenvolle Köchin. Ja, glauben Sie es mir. Ich brauchte einen Mann mit unendlich viel Geduld. Ihr Sohn Nathan sagte uns, Sie wären niemals zu einer seiner Sport- oder Spielveranstaltungen gegangen. Hätten Sie ihn interessiert, nicht einmal. Er hat bestimmt recht. Was hat Sie gehindert? Weil ich zu Hause so schrecklich versagt habe, wollte ich meine Kinder nicht auch nur in der breiten Öffentlichkeit demütigen. Ich wusste, dass ich mich schon mal gesehen hatte. In meiner Reinigung, in einem Restaurant. Ich wusste nicht, wo ich sonst hin sollte. Es war richtig von Ihnen herzukommen. Sie werden das durchstehen, Kelly. Sie sind stark. Sie sind tot und haben Ihre Vorsichtsmaßnahme getroffen. Sie sind nicht hilflos, Kelly. Sie sind vorbereitet und werden beschützt. Genau, das wollte ich hören. Er hat offenbar vor, Sie anzusprechen. Eine riskante Situation für den Mann. Für den Mann? Er rechnet bestimmt auch mit einer Zurückweisung. Und wenn er Wut oder Scham empfindet, besteht die Gefahr, dass er gewalttätig wird. Okay, ich gebe das Bild raus. Alles okay, Georgine? Sie wird sich schon fangen, sobald wir einen Hinweis haben. Das war Roy. Ich hatte ein paar Tage weg, um seinen Kopf klar zu kriegen. Er will vorher mit mir reden. Ich treffe mich mit ihm zu Hause.